Wir leben nun seit 4 Monaten im Lockdown und jetzt soll ein noch härterer Lockdown diese Welle brechen. Aber er wird nicht die Welle brechen, sondern die Seele ganz vieler Menschen. Er bricht Herzen, der Lockdown, der die Welle brechen soll. Der bricht die Psyche. Was macht gerade zum Beispiel das 6 Jahre alte Mädchen, Vater und Mutter Alkoholiker, das zwischen Zigarettenkippen aufwächst, zwischen leeren Schnapsflaschen? Was bedeutet für sie jetzt immer noch dieser Hashtag »Wir bleiben zu Hause«? Was bedeutet der für den Grundschüler, dessen Eltern kein Wort Deutsch sprechen, der monatelang rund um die Uhr nur Arabisch hört, der sich mit 10 Geschwistern, Oma und Opa die Wohnung teilt? Was bedeutet für den das Wort Homeschooling? Was bedeutet das Wort Osterruhe für den, der jeden Tag in der eigenen Wohnung Gewalt erlebt, dessen blaue Flecke niemand mehr sieht, dessen Zuflucht eigentlich der Jugendclub in der Siedlung ist, der jetzt dicht ist, dessen Hoffnung eigentlich der Sozialarbeiter ist, der seit Monaten nicht mehr kommt, der eigentlich dem schlimmen Alltag nur entkommt, wenn er Sport machen kann mit seinen Freunden im Verein. Aber auch der seit einem halben Jahr dicht. Die Corona-Krise ist nicht weg, wenn das Virus irgendwann weg ist, wenn die Krise medizinisch gelöst ist, wenn wir endlich mal alle geimpft sein sollten. Nein, dann wird erst die soziale Krise richtig sichtbar. Corona ist ein sozialer Einschnitt tiefer als Hartz IV. An Corona sind vor allem bisher die Armen gestorben, sozial Schwache, Migranten. Und es sind die Schwächsten unter uns, die die Folgen dieser Krise für immer spüren werden. Ihr Schicksal bleibt gerade verborgen in den eigenen 4 Wänden im Lockdown. Aber dieses Schicksal, das muss endlich gesehen werden. Die menschlichen Folgen dieser Krise. Musik.